herzlich willkommen bei Chibi Let's Play und nun pick ich Donkey Kong auf, die NES-Version des Original-Arcade-Spiels von 1981. Und wir sehen jetzt schon in der Vorschau den schwarzen Hintergrund mit den markanten roten Stahlträgern und den blauen Leitern, die Jumpman hochklettern muss, um zu seiner geliebten Pauline zu kommen, die leider von Donkey Kong entführt wurde. So viel zur Story, fangen wir nun an! Ah, die Musik. Einfach genial. Und ich muss dann sofort an mein Let's Play zu Donkey Kong für Game Boy denken. Was ja eher eine Fortsetzung hierzu ist. Ich nehme einfach den Hammer. Dann kann ich auch die Fässer klein hämmern. Das war sogar sehr knapp, um das mal kurz auszusprechen. Ja. Gibt's ein paar Punkte für. Ja. Und das eine noch. Okay, leider kann ich den Hammer nicht einfach wieder ablegen, indem ich springe. Das wurde da ausgeschaltet. Aber ja, das sollte mich jetzt nicht entmutigen hier. Jetzt gibt es wirklich wieder sehr viele Fässer. So, mach mal einfach weiter. Na? Ich habe manchmal wirklich Angst, dass die Leitern, dass die Fässer die Leiter nehmen und so abkürzen, so wie jetzt zum Beispiel, und dann genau auf mich draufrollen. So, gleich sind wir da. Hip. Okay. Level 1 von 3 geschafft. Ja, das Spiel hatte wirklich nur 3 Level. Es war sehr kurz, aber ja, man muss auch sagen, die Arcade-Automaten hatten zwar die Größe eines Kühlschranks, aber die Spiele mussten halt auf die Platinen zugeschrieben werden. Von daher hatten die jetzt auch nicht so viele Leistungen oder Kapazitäten wie jetzt beispielsweise heute. Die Spiele, die auf Disc oder Blu-ray gebrannt werden oder selbst auch schon Download-Inhalte, das war halt damals noch nicht. Ich meine, es waren ja wirklich noch zu Zeiten des Ursprungs, sag ich jetzt mal. Also Donkey Kong war ja auch eines der ersten Arcade-Spiele von Nintendo. Und man hatte sich damals halt auch nicht so viele Gedanken gemacht, ob es jetzt wirklich ein Durchbruch werden könnte, so wie man es heute kennt. Nintendo war ja damals halt noch eher dafür bekannt, Kartenspiele und ähnliche Gesellschaftsspiele zu produzieren und keine Videospiele. Das war halt alles noch am Anfang, sag ich mal. Sehr bekannt war Nintendo ja auch durch die Vermarktung von Hanami-Karten. Ah! Okay. Ich hab's mir irgendwie schon so gedacht, aber egal. Wir haben ja noch ein paar Leben. Machen wir einfach weiter. Jumpman lässt sich nicht unterkriegen. Und ja, er hieß damals wirklich nur Jumpman oder beziehungsweise, ich glaube, Onasan oder irgendwie so ähnlich im Japanischen, was halt frei übersetzt so viel heißt wie Mann im mittleren Alter. Denn, wie gesagt, man hatte sich halt nicht so viele Gedanken gemacht und damals kam man wohl auch nicht auf den Trichter, die Figur einfach Mario zu nennen. Deswegen hieß das Mädel damals auch nicht Prinzessin Peach, sondern Pauline. Nur Donkey Kong hat seinen Namen behalten. Glücklicherweise. So, was ist jetzt mit denen? Dancen die da rum? Ja, die dancen rum. Auch interessant, dass Flammen Leitern benutzen können. So, ich mach jetzt das letzte gelbe Ding da weg. Dann stürzt alles ein. Und Donkey Kong fällt runter. Und Jumpman und Pauline sind nun endlich wieder miteinander vereint. Happy End. Und ab ins erste Level. Es fängt wieder von vorne an. Yay! Ja, so waren Arcade-Spiele damals halt. Es ging eigentlich auch mehr darum, Highscore zu erzielen und Rekorde zu knacken. Also, ja. War halt eine etwas andere Zeit, was Videospiele betrifft. So. Läuft. Jetzt nehmen wir dann wieder den Hammer. Ich habe irgendwie Lust drauf, alles kaputt zu hämmern. Hammer Time!
Wow, das war knapp. Ja, so langsam wird er auch ein bisschen gemein. Der gute Donkey Kong. Ja, läuft. Okay, mal gucken, ob ich dieses Level noch schaffe. Hä? Und dann würde ich auch gerne den Part beenden. Jawoll. Okay, gut, dann pausiere ich jetzt einfach mal und sage an euch, Leute, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt meinem Video doch bitte ein Däumchen nach oben und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn ich Donkey Kong Jr. aufpicke, die Fortsetzung hierzu. Also, bis bald! Tschüss!